So, herzlich willkommen zum neuen Market Roundup am heutigen Dienstag, 4.7. Herzlich willkommen, Dustin. Hallo Christoph, hallo zusammen. Herzlich willkommen, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste, mit spannenden Themen rund um die Börsenwelt und um die Aktienwelt. Absolut, absolut. Es ist einiges los. Wir sagen ja immer, es wird weniger, aber irgendwie wird es nicht so richtig. Wie wir sagen, weniger. Es wird weniger. Ich dachte, es wird immer mehr. Ja, jetzt bald eigentlich wieder. Das neue Quartal beginnt ja jetzt. Ah, okay. Grundsätzlich aber, ja, natürlich eigentlich so ein auslaufender Zeitraum gerade gewesen, zumindest auf Einzelunternehmensebene. Denkt man eigentlich, es ist aber einiges los gewesen. Man sieht es hier unten, positive Wirtschaftsdaten aus den USA. Wir hatten letzte Woche ein Feuer an positiven Daten, kann man sagen. Negativ sah es eher in China aus. Also dort hatten wir wirklich eher, ja, nicht so gute Zahlen, zumindest in Richtung Wachstum, wenn wir nicht so gute Zahlen. Wir gucken uns E-Autos an, Klamotten, Kleidung und Apotheken gucken wir uns an. Und wir werfen nochmal einen Blick auf Palantir. Die haben wir jetzt ja ungefähr vor 1,5 Jahren mal betrachtet und werfen jetzt nochmal einen Rückblick, nachdem neue Zahlen rausgekommen sind. Was ist denn eigentlich bei dem Unternehmen so los? Wir starten aber wie immer mit einem Blick auf den DAX. Und ja, was war los in der Woche? Man kann sagen, es gab in Deutschland, in der DAX-Welt nicht allzu viel. Es gab wieder das EZB-Forum in Portugal, in Sintra, sagt man ja so schön. Und ja, dort wurde mal wieder diskutiert, wie sieht es denn aus auf der Landkarte der Inflation. Und man hat nochmal verdeutlicht, dass man sehr, sehr bestimmt ist, diese Inflation wieder in Richtung 2% zu bekommen. Bis 2025 ist so ungefähr das Ziel und ja, das hat sowohl Frau Lagarde als auch Powell von der Fed aus den USA nochmal bekräftigt. Vom Internationalen Währungsfonds, vom IWF, war man da ein bisschen kritischer. Da hat man gesagt, immer wenn man so schnell wieder zu einem niedrigen Inflationsniveau zurückkehrt, dann gab das eigentlich eine Rezession. Und dementsprechend ja, ist man da so ein bisschen kritisch gewesen. Das war so auf der größeren Landkarte zu sehen, wenn man nochmal so ein bisschen durch die Länder blickt. Türkei und Russland haben ja damit geglänzt, dass ihre Währungen auf Talfahrt gegangen sind, kann man so sagen, sind deutlich wieder runtergefallen. Wir sind jetzt ungefähr wieder bei 1 Euro zu knapp 100 Rubel, 98, 99 Rubel. Und ja, auch in der Türkei geht es weiter bergab. Da war der Kurs so gut wie jetzt noch nie. 1 Euro sind ungefähr 29 türkische Lira. Also da geht man weiter ja, in den Talflug. Da gab es jetzt zuletzt erst die Zinserhöhung, also beziehungsweise man versucht mit diesen Zinserhöhungen jetzt mal wieder ein vernünftiges Zinsniveau zu erreichen in der Türkei, nachdem man zuvor ja eher der Meinung war, beziehungsweise Erdogan hat das immer wieder öfter so gesagt, dass ja höhere Zinsen gar nicht helfen bei der Inflationsbekämpfung. Jetzt steckt man da so ein bisschen einen anderen Kurs ein, aber doch noch zu sachte für viele. Naja, gucken wir zurück auf Deutschland. Da gab es dieses schöne Treppchen im Verlauf der Woche und das lag insbesondere halt auch sehr positiven Daten aus den USA. Ja, der S&P 500, der Nasdaq und der Dow Jones, wir sehen es gleich, sind alle gestiegen in der Woche. Woran lag es? Der persönliche Einkaufsindiz, der ist mal wieder, ja, etwas weniger stark gesunken, als man gedacht hat. Also das ist ja so ein bisschen der liebste Tracker der Fed, um die Inflation zu tracken, und der ist um 3,8% nur gestiegen im Mai, und dementsprechend, ja, hofft man da einfach auf positives Momentum, und das sieht man sehr deutlich in den einzelnen Indizes. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 haben alle diese schöne Form hier hinten raus, und ja, das liegt zum einen, wie gesagt, an diesen relativ positiven Inflationsdaten, auch wenn man trotzdem damit rechnet, dass es nächsten Monat wieder eine Erhöhung gibt, oder in der nächsten Sitzung, kann man sagen, gibt es wieder eine Erhöhung. Auch der US-Arbeitsmarkt hat sich ja relativ beständig gezeigt. Auch da gibt es jetzt bald wieder neue Daten, und es wird sich zeigen, ob man jetzt wirklich es schafft, diese Beständigkeit auch weiterzutragen. Man sieht sehr deutlich diese positive Bewegung in den einzelnen Märkten. Donnerstag gab es dann noch einen positiven Bankenstresstest. Die Banken sind alle ganz gut durch die Manege gekommen, kann man so sagen, alle positiv. Und ja, grundsätzlich hatten wir eigentlich ein gutes erstes Halbjahr, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Größtenteils getrieben vom Tech-Sektor. Die großen Unternehmen, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, Apple, Nvidia, Google, Amazon, das sind so die großen Giganten, die natürlich auch positiven Einfluss hatten. Mal die einen stärker, die anderen weniger stark. Microsoft natürlich auch ganz vorne mit dabei. Und ja, das kann man so
in Summe zusammenfassen, heute ist ja Unabhängigkeitstag in den USA, die Börsen sind also zu. Und deswegen werfen wir nochmal einen Blick auf Asien. Da sieht das Bild nämlich teilweise ein bisschen anders aus. Wir sehen es hier wieder beim Nikkei, der hat diese Formation hier zurückgemacht, ist wieder nach diesem Absacker wieder zurück nach oben geschnellt. Beim Hang Seng sieht es aber nicht ganz so schön aus und das sieht man auch im Wochenverlauf. Lag insbesondere daran, ja, dass die Wirtschaftsdaten dort nicht so positiv waren. Also während man in den USA ja irgendwie auf sinkende Inflationsdaten, relativ positiven Ausblick der Bevölkerung sowohl auf ihr Geld als auch auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung blickt, ist das in China ein bisschen kritischer. Dieser schöne Manufacturing Index, also alles, was so ein bisschen industrielastiger ist und auch das Consumer Spending, also alles, was Konsumausgaben der Bevölkerung sind, sind so ein bisschen wieder eingeknickt und das ist ja eigentlich so mit das Maß, an dem die chinesische Bevölkerung hängt. Und zusätzlich merkt man, dass Investoren ja zu großen Teilen auch Gelder rausziehen aus dem Markt und den lieber in Richtung Indien und Japan umschichten. Und auch das merkt man natürlich in den Indizes. In Japan sieht man hier, es ist ein bisschen anders gewesen. Da hatten wir relativ positives Momentum. Da ist der Yen wieder weiter geschwächelt gegen den US-Dollar, 144, 145 Dollar. Also braucht man für einen Yen sind 100, also ein Dollar sind 144, 145 Yen. Und da sieht man schon, dass das natürlich ein zusätzliches Momentum ist für den Gesamtmarkt. Und man hat zwar gesagt, ja, man möchte dann auch langsam mal wieder eingreifen, wenn man zu sehr sehen würde, dass der Yen weiter abschmiert. Allerdings, glaubt der Markt noch gerade nicht daran und man genießt quasi dieses positive Klima. Also für den Export, genau. Japan ist das super. Wenn man jetzt sagt, na super, dann kann ich ja da einfach rein investieren, ist natürlich auch richtig, aber diese Währungseffekte sind natürlich auch in Investments dann drin. Ja, ja, also das kann man, wenn man lange Zeit investiert, mittelt sich sowas meistens ganz gut immer raus, zumindest bei den großen Währungen, wenn man jetzt nicht gerade in Währungen gibt, die sehr exotisch sind, aber die Wertsteigerung im Nikkei geht eben im gegenteiligen Effekt der Yen wird auch zum Euro zum Beispiel auch abgewertet haben, höchstwahrscheinlich. Genau, man kann das ganz gut betrachten. Es gibt die Bewegung des Nikkei einmal in Euro und einmal in Yen und da sieht man, dass in Euro oder auch in US-Dollar diese Bewegung halt gar nicht so signifikant ist wie im Yen. Aber wahrscheinlich trotzdem vorhanden, denn die Unternehmen haben natürlich einen Vorteil, weil sie besser exportieren können zum Beispiel, aber wahrscheinlich sind die nicht so stark, wie wenn man das in Yen letztlich taxiert. Genau, wer vielleicht sowieso mal Yen haben wollte oder Unternehmen in Yen langfristig, genau. Währungseffekte mitteln sich oftmals raus, ist natürlich keine Garantie, wie so immer, aber grundsätzlich positives Klima für den Export, solange es sich im Rahmen hält. Ja. Es war aber auf Einzelebene auch noch ein bisschen was los und das, obwohl jetzt keine großen Zahlen mehr gekommen sind in so einer News der Woche, aber ein bisschen was ist doch noch passiert. H&M hatten wir ja schon mal, Hennes und Mauritz hat mal wieder besser als erwartete Quartalszahlen erliefert. Wir haben ja ungefähr vor 3 Monaten schon mal darüber gesprochen. Da war es auch deutlich besser. So ein bisschen die These besprochen, dass doch mehr Konsumenten jetzt wieder zu günstigeren Kleidungen greifen müssen, je nachdem, wie man es sieht. Und ja, davon profitiert gerade das Unternehmen. Man lag deutlich über den Marktschätzungen und somit ist die Aktie hier wieder um 18-19% gestiegen. Spannend war es auch bei BYD, plus 5% ungefähr. Auch hier sieht man, ähnlich wie es jetzt bei Tesla gesehen hat, wieder Verkaufsrekordzahlen auch bei den Autos. Man hat eigentlich noch ganz gut Puffer an Marge und vertreibt ganz gut und das hat die Aktie beflügelt. Tesla war es ähnlich. Wir hatten gestern nochmal eine positivere Bewegung von, glaube ich, 6-7%. Und auch hier hat man wieder die Marktschätzungen übertroffen und wieder mehr Autos ausgeliefert. Allerdings wurden immer noch mehr produziert, als ausgeliefert wurden. Das bedeutet, wahrscheinlich sehen wir bald wieder weitere Preissenkungen, weil man ja immer noch mehr produzieren kann, als auszuliefern. Und grundsätzlich ein positives Momentum aber für die E-Auto-Industrie. Bei Apple war es so, wir haben eine Trillion Dollar, also Billionen US-Dollar in unserem Sinne quasi erreicht. Das erste Unternehmen, was diese Marke langfristig erreichen konnte. Man hatte mal so einen ganz kurzen Dip schon mal im letzten Jahr, dass man so über diese Marke geschnellt ist. 3.000 Milliarden, um das nochmal ganz klar zu sagen. 3.000 Milliarden US-Dollar ist die Marketkapitalisierung von Apple jetzt.
Genau, so ist es. Also ein ganzes Stück. Heute kam nochmal nicht ganz so positive Namen, beziehungsweise gestern, dass man scheinbar nicht so schnell diese Vision Pro, die neue Brille, produzieren kann, wie erhofft. Aber das hat die Aktie jetzt gerade aktuell nicht so groß bewegt. Walgreens haben wir auch drüber gesprochen, haben wir kritisch, glaube ich, mal analysiert vor ungefähr einem Monat circa. Vielleicht waren es auch mittlerweile schon zwei, ein Apothekenanbieter, und der hat jetzt ja bekannt gemacht, dass man nicht ganz so positive Gewinnprognosen durchziehen kann, wie zuerst gehofft. Also man musste einfach die Prognosen senken, und das insbesondere in diesem Corona-Segment, was ja dem Unternehmen doch einen positiven Boost gebracht hat. Also es wird weniger geimpft, man hat weniger Krams rund um Tests, und das führt dazu, dass die Aktie 10% gefallen ist. Wir werfen noch einen Blick auf das Market Order Mitgliederdepot, also das Depot, was ihr hier wählt. Wir haben letzte Woche die Cheesecake Factory dazu gekauft. Man sieht es hier oben. Die hat sich auch ganz positiv entwickelt, 8% in einer Woche. Das sollte gerne immer so sein. Ja. Aber natürlich auch sonst ist das Depot auf einem ganz positiven Momentum, kann man so sagen. Wir haben immer noch die gleichen Problemkinder. In Summe sind wir jetzt hier ungefähr bei 6,5-7%. Ein bisschen mehr als die Hälfte des Depots haben wir jetzt investiert. Mal gucken, ob wir heute mit was Neuem dazukommen oder nicht. Wir werfen heute nämlich einen Blick auf Palantir. Und viele von euch werden es kennen, auch die, die länger dabei sind, werden es kennen. Wir haben ungefähr vor 1,5 Jahren schon mal über das Unternehmen gesprochen hier. 2003 gegründet, hatte im September 2020 seinen Börsengang. Und ja, kann man sagen, war damals ein voller Erfolg. Man ist am ersten Handelstag um 30% gestiegen, hatte dann so eine Börsenbewertung von 21 Milliarden. Und ja, was macht Palantir eigentlich mal so grob zusammengefasst? Es ist ein Unternehmen, was sich darum kümmert, Datenmengen zu aggregieren, zu visualisieren, vereinfacht darzustellen. Ist ungefähr unterteilt in drei, jetzt mittlerweile vier Plattformen. Es gibt diese Gossam-Plattform. Das ist so die klassische Plattform, mit der man gestartet ist. Da geht es darum, Terror zu bekämpfen. Also man unterstützt quasi Regierungen dabei, den Terror zu bekämpfen. Da ist das Unternehmen auch so ein bisschen daraus entstanden. Und wie macht man das? Ja, man aggregiert einfach alle Daten, die man so findet, und versucht daraus ein einheitliches Bild zu schaffen. Und über dieses Bild versucht man dann ja eine Entscheidung herbeizuführen, also wie man agieren kann. Bedrohungslagen zu erkennen. Genau. Strategien zu entwickeln und so weiter. Genau, man versucht quasi aus diesem riesen Pot von Daten, die man irgendwie sammelt, eine Struktur zu schaffen und diese Struktur halt zu nutzen, um effektiver zu arbeiten. Das ist so ein bisschen das, woraus man kam, und hat deshalb auch große Umsätze für Verteidigungsministerium, auch in den USA. Also man hat viele Regierungen, die diese Plattform halt nutzen. Neben der Regierung hat sich dann neben dieser Plattform hat sich eine zweite Plattform entwickelt, die Foundry-Plattform. Und ja, hier ist man ein bisschen stärker auf den kommerziellen Markt fokussiert. Man macht aber ungefähr das Gleiche. Also auch hier nutzt man große Datenmengen, strukturiert sie und versucht daraus Entscheidungen zu treffen. Kann ich das einfach für meinen E-Commerce-Shop kaufen, oder ist das vielleicht nicht das richtige? Das wird wahrscheinlich ein bisschen teuer. Also okay. Man redet hier eher in größeren Mengen und auch in größeren Datenmengen. Und das war auch das, was so ein bisschen kritisch gesehen wurde in Deutschland. Auch hier war es öfter mal Thema, ob man diese Plattform nutzen soll oder nicht nutzen soll. Dann wurde sie teilweise genutzt. Das ist immer so ein kleines Spiel, aber es hat natürlich Probleme mit der DSGVO so ein bisschen, weil man halt ja Schlüsse zieht, Lösungen zieht aus vielen Datenmengen, die man eigentlich in Deutschland so nicht aggregieren darf. Man darf halt nicht viele... Also man verbindet auch Daten, die man sonst nicht aggregieren darf. Genau, also zumindest nach unseren Gesetzen nicht. In den USA sieht man das ja so ein bisschen lockerer. Auch in England sieht man das so ein bisschen lockerer. Aber ja, diese beiden Plattformen sind so das große Steckenpferd, und damit wächst man halt. Mal wächst das eine stärker, mal das andere stärker. Man kann grundsätzlich sagen, dass diese Regierungsplattform natürlich ein bisschen beständiger ist, was die Umsätze betrifft, weil man nicht ganz so an einem Wirtschaftsmomentum hängt. Aber ja, auch diese Foundry-Plattform hat sich über die letzten Jahre ganz gut entwickelt. Zusätzlich gab es dann noch Apollo. Apollo war dann die Cloud-Lösung. Also wir sprechen hier auch oft öfter über das Thema Cloud. Wie werden Cloud-Anwendungen genutzt? Und ja, Apollo hat genau darauf gesetzt. Also man bietet quasi eine Vielzahl von Cloud-Software-Anlösungen, über die man dann am Ende wieder ein ähnliches Ziel erreicht, Datenmengen zu strukturieren und zu aggregieren. Und wer sich jetzt fragt, ach ja, Datenmengen, das kommt mir in letzter Zeit öfter bekannt vor. Genau das ist auch so ein bisschen das Momentum, wo gerade Palantir drauf aufsetzt.
Wir gucken aber vorher rein, wie gesagt, 4.850 Mitarbeiter, 32 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Im Q1 haben wir jetzt ungefähr 530 Millionen Dollar Umsatz erzielt und einen Gewinn von 16,8 Millionen Dollar. Und das ist auch so ein bisschen das positive Momentum. Man sieht es hier, dass die Aktie sehr positiv auf die Quartalszahlen reagiert hat. Und das liegt halt daran, dass man jetzt nachhaltig profitabel zu sein scheint und auch in der Zukunft profitabel sein will. Zwar nur ganz knapp, also wir sind hier bei diesem 3%, 1%, ungefähr so da in diesem Rahmen, aber man ist halt profitabel und das hat man ja die 20 Jahre vorher mehr oder weniger nicht geschafft. Also man hat es zum ersten Mal jetzt geschafft, zwei Quartalsgewinne überhaupt profitabel zu sein. Und da möchte man quasi weiter darauf ansetzen. Und man profitiert halt gerade auch von diesen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, weil wir wissen, dass ja dort schafft man es, große Datenmengen irgendwie zu einer Lösung zusammenzubauen. Und Palantir ist natürlich da mit den Prozessen so schon sehr lange sehr stark dran, aber man schafft dadurch natürlich auch so ein bisschen Kosteneffizienz zu schaffen, indem es in einem ganzen breiten Markt jetzt verfügbar ist. Und da setzt man gerade drauf an und versucht halt wirklich auch mit neuen Plattformlösungen, also natürlich gibt es auch jetzt bei Palantir eine neue AI-KI-Plattform, also wie man es auch nennen möchte, die sich ja laut der eigenen Vorstellung so ein bisschen im Zentrum der anderen Plattformen befindet. Das heißt, es gibt das Ganze auf einer kommerziellen Seite, auf einer Regierungsseite und diese alles bewegt sich so ein bisschen um die Plattform herum. Das heißt, alle Lösungen werden irgendwie auch durch die Plattform bestimmt, man zeigt die besten Wege. All das wurde jetzt vorgestellt im Q1 und man kann sich so ein bisschen vorstellen, was diese Euphorie ausgelöst hat. Also wir haben eine Profitabilität, wir haben trotzdem noch Umsatzwachstum, wir haben AI, KI-Lösungen, also all das, was momentan so ein bisschen gesucht wird, hat das Unternehmen geliefert und ja, dadurch sieht man, dass dieser Kurs jetzt von rund 10 oder knapp unter 10, wir waren hier so bei 8, auf jetzt hier so 15, 16 gestiegen ist. Und auch wenn wir so ein bisschen betrachten, wann wir das letzte Mal drauf geschaut haben, also es war so ungefähr Anfang 2022, also so anderthalb Jahre her, da lag der Kurs auch ungefähr so bei 10. Da war aber so ein bisschen die Idee des Unternehmens schon die gleiche. Und die Idee ist halt wirklich, langfristiges Wachstum zu schaffen, über diese Lösungen und damit halt immer mehr zu skalieren. Grundsätzlich muss man sagen, 32 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist gar nicht mal so klein. Also es ist jetzt nicht mal so die neue kleine Softwarebude, die hier entsteht, sondern diese ja, Historie sieht man schon so ein bisschen. Wo ist denn jetzt der Haken, Christoph? Natürlich gibt es so ein paar Haken wie immer. Zum einen kann man sagen, das sehen wir hier unten, das ganze Unternehmen ist schon ganz schön teuer bewertet. Also KGV haben wir aktuell noch nicht, weil wir immer noch nicht profitabel waren die letzten Quartale. Werden wir aber bald bekommen. Aber ein Kursumsatzverhältnis von 16 sagt uns schon, das ist ein Unternehmen, was mit ziemlich viel Zukunftsfantasie auch bewertet wird. 16 Mal den Umsatzbewertung ist schon ganz schön ordentlich und da sieht man, dass man wirklich auch dieses Umsatzwachstum in Zukunft beibehalten oder eventuell sogar noch ausbauen muss. Weiteres Problem, das haben wir letztes Mal auch angesprochen, ist nur ein bisschen die stetige Verwässerung von Palantir. Man kann im Kern sagen, dass man gerne mal die Aktionäre, also die Inhaber, verwässert, indem man stetig neue Aktien ausgibt. Man kann sich das so vorstellen, ich habe einen Teil vom Kuchen, ich habe ein Zehntel vom Kuchen, 9 Teile gehören den anderen und das, was das Unternehmen eigentlich macht, ist zu sagen, sie macht die Kuchenteile immer kleiner, sodass ich am Ende effektiv immer weniger vom Kuchen habe und das ist gar nicht mal so unsignifikant bei Palantir, weil man ja seit dem IPO so um 10-20% ungefähr verwässert wurde. Also man steigert damit aber auch die eigene Bewertung sozusagen, aber de facto muss man sich mal fragen, ob die eigene Bewertung dann wirklich gesteigert ist. Genau. Also das Problem ist halt so ein bisschen, dass man schafft es darüber natürlich wenig Schulden zu generieren. Also wir sehen es hier unten, wir haben eigentlich keine Schulden, wir haben einen Verschuldungsfass von 0,3, der aber eigentlich ja nicht auf Schulden zurückzuführen ist, sondern auf den generellen Verbindlichkeiten. Das heißt, wir haben eigentlich ein schuldenfreies Unternehmen. Das Ganze geht halt aber so ein bisschen zu Lasten davon, dass man sich immer mehr Kapital quasi von den Aktionären holt und so nicht ganz, sag jetzt mal, im Sinne der Aktionäre vielleicht handelt. Vielleicht im einen oder anderen schon. Also man gibt immer neue Aktien aus? Hast du mal so eine Zahl? Weißt du, wie viele Aktien sozusagen on top ausgegeben wurden? Also gehen wir von 10%, ja, also reden wir von 20%? Genau, wir sind so ungefähr bei 20% seit dem IPO, also in den letzten 3 Jahren. Ja. Also wir sind ungefähr von 1,7
Millionen bzw. Milliarden Aktien auf jetzt ungefähr 2,3. Und ja, dieser Prozess hat sich mal so wieder so ein bisschen angepasst, mal wieder gesteigert. Es wäre vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man echt Probleme hätte, sich zu finanzieren. Das Problem ist, man hat ungefähr 3 Milliarden Dollar an Cash oder an kurzfristig verwertbaren Anleihen oder Marketable Securities, also Wertpapieren. Und die sind zum einen auch dafür verantwortlich, dass man gerade wieder einen Gewinn macht, weil man halt Geld einfach in Anleihen anlegt und einen Zinsertrag von ungefähr 20, 30 Millionen damit generieren kann. Das Problem ist halt, dass dieses Cash mehr oder weniger rumliegt und man eher gerade ja, den Aktionär noch mal ein bisschen mehr verwässert oder halt die Unternehmen, Mitarbeiter auch in Aktien bezahlt, in einem großen Stile, dass man halt ja seine Kosten ein bisschen mehr in den Griff hat. Und das ist auch so ein bisschen das, was sich in der Pro- und Kontraliste widerspiegelt. Das heißt, auf der linken Seite haben wir gute Geschäftsbeziehungen zu den US-Behörden. Also wir haben ständige Umsätze, die ja eigentlich nicht so schnell wegfallen können. Wir haben große Datenmengen in der Welt, die jetzt gerade noch mehr explodieren. Das heißt, die Lösungen werden eigentlich noch mehr nachgefragt, weil man immer mehr versuchen muss, einen Sinn aus diesen ganzen Datenmengen zu ziehen. Und ja, man hat diese positiven Geschäftsquartale gehabt und damit eigentlich gerade so gezeigt, dass man es schafft, wirklich positiv auch zu operieren. Auf der Kontoseite haben wir diese starke Verwässerung, also die Anzahl der Aktien hat sich um so knapp 20% erhöht, was schon signifikant ist in den letzten 3 Jahren. Ja, wir haben enge Zusammenarbeit mit den westlichen Behörden und das ist natürlich so ein bisschen schwierig dann zu sehen für vielleicht große Teile anderer Märkte, also in Asien wird das Ganze wahrscheinlich deutlich kritischer gesehen als sehr westlich nahes Unternehmen. Ja, und wir haben diese Datenschutzverordnungen, die wir teilweise in Europa und so haben, die es dem Unternehmen natürlich ein bisschen schwieriger machen zu operieren. Letztlich ist es ja auch ein Unternehmen, was zumindest im Rüstungsumfeld aktiv ist, was letztlich auch in strategischen Operationen, eventuell sogar bis in die Ukraine im Krieg eingesetzt wird. Also immer auch ein Thema, was zumindest mit Rüstung zusammenhängt und da natürlich auch immer bei dem einen oder anderen Investor nicht ganz so spannend ist, weil es eben im Rüstungsbereich unterwegs ist. Genau, also es ist halt, es kommen halt alle Vor- und Nachteile, die man so kennt, zusammen. Also auf der einen Seite ist es halt so, dass man in diesem Feld aktiv ist, irgendwer muss es machen, man hat dafür teilweise sichere Umsätze von der Regierung. Auf der anderen Seite ist man natürlich in einem Umfeld aktiv, was nicht jeder so mag und man halt hängt auch so ein bisschen daran und ja, es kommen so alle Vor- und Nachteile damit, kann man sagen. Gucken wir nochmal auf die Woche und was wir so an Quartalszahlen haben. Ich habe es gerade eben gesagt, es wird immer weniger. Jetzt geht es aber bald wieder los. Also die großen Banken starten bald wieder. Diese Woche haben wir aber noch Südzucker und Levis oder Levi's oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Also immer nochmal 2 größere Unternehmen, die Quartalszahlen vorlegen. Ich finde Südzucker auch ganz spannend. Wenn man so auf die Zuckerpreise geguckt hat, sind die nämlich ziemlich stark angestiegen. Mal gucken, ja, wie das Unternehmen am Ende davon profitiert hat. Gucken wir nochmal auf die Termine, die die Woche einstehen. Wir haben nochmal Einkaufsmanager-Indizes in der Eurozone und in den USA. Das heißt, auch hier nochmal so ein Blick auf das aktuelle Konsumverhalten. Entwicklung der Arbeitslosenquote, ja, in den USA. Ich habe es ja gesagt, neue Arbeitsmarktdaten kommen jetzt wieder, erster Freitag des Monats. Und ja, das sind so die beiden wichtigen Kernpunkte zum Ende der Woche. Morgen kann man sagen, haben wir wieder Rückblick auf unser Depot, auf die Quartalszahlen. Also wir haben jetzt das Quartal wieder abgeschlossen, werfen wieder einen Blick auf all die Unternehmen, wie sie performt haben, wie sich das Depot entwickelt hat. Und ja, das morgen in der Messe-Werkstatt. Genau. Wie immer. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Christoph. Soll ich noch die Umfrage starten? Starte gerne Palantir die Umfrage, Palantir kaufen oder nicht kaufen, ob wir sie hinzufügen. Und dann könnt ihr gerne noch abstimmen. Und dann sehen wir mal, ja, ob wir diese Woche was Neues dazu kaufen. Ich muss sagen, ich habe meine Aktien jetzt verkauft. Ich habe sie jetzt nach dem letzten wenn Mal du das jetzt gekauft. Sagst, jetzt werden alle sagen, nein, machen wir nicht, weil das ist halt verkauft. Ich will ja niemanden hier beeinflussen. Aber ich habe meine Anteile jetzt nach den letzten Quartalszahlen verkauft, einfach weil es eine positive Bewegung für mich war. Und ich glaube, dass wir gerade so ein bisschen so einen kritischen Punkt erreicht haben. Ich finde das mit der Verwässerung auch ein bisschen kritisch, aber ich glaube grundsätzlich von der Technologie ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Muss dazu sagen, dass du das dann eher getradet hast, weil du einen super Kursgewinn gemacht hast. Die Frage ist natürlich, anderthalb Jahre ist noch was anderthalb Jahre, genau, was langfristig mit 10 Jahren mit so einem Unternehmen halt passiert. Sehr gut.
In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Woche. Wie gesagt, Freitag Arbeitsmarktzahlen, da wird nicht gehandelt. Morgen ist Investmentwerkstatt im Aktienbereich. Und ansonsten kommt gleich dann um 11 Trader-Kickoff mit, ich glaube, Christian heute, richtig? Sehr gut. Die Regie sagt ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.